Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wir haben die orangene Karte gefunden, nicht die gelbe. Oh, die hier bin der glücklich. Ja, gucken wir mal. Dich kennen wir ja schon, ne? Scheiße. Ja, ich bin wieder hier bei... Wir sind wirklich hier! Zu Hause! Wir sind in der Nähe von zu Hause! WTF! Dann gehen wir hier rein. Ich hätte nicht gedacht, dass du uns das hier hinführt. Klauentang. Behälter für fremde Knochenprobe. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt extra nach Hause und alles. Aber es war hier direkt hier um die Ecke. Noch mehr Ionenwürfel. Hätte sie scannen sollen, ne? Egal. Fremdartiges Forschungsausrüstung. Da, das kleine Viech! Davon haben wir mehrere jetzt. Kreaturenei. Wieso finden wir die überall? Was zum Teufel gehört hier hin? Noch mehr Informationen. Integrating new PDA data. Haben wir das jetzt alles gefunden? Einfach so? Finde ich gut. Und da ist noch ein Rubin, den nehmen wir auch noch mit. Vielleicht brauchen wir die für irgendwas. Wenn man die hier schon findet, ne? Dann sind die sicher wichtig. Vor allem diese kleinen Viecher, die wir finden überall. Sind bestimmt die Dinger. Nur in klein. So. Da, jetzt haben wir schon verschiedene von den Dingern. Ein kleiner Probenbehälter. Variante eines nutzlosen Glasbehälters. Nutzlos? Dann würden sie nicht entwickelt worden sein. So. Ja, gut, da ist mein Akku leer von der Maus. Ich bin sehr froh, dass es jetzt passiert ist. Aber ich kann ja auf Pause drücken währenddessen, ne? So, andere Akku lassen wir wieder aufladen. So, wir haben gefunden, Schwimmflossen mit Ladefunktion. Okay. Zyklop-Schildgenerator. Ja, und ist voll leicht zu bauen. Normales Doppelbett, Kaffeeautomat. Ja, cool, dann lass uns mal nach Hause, würde ich sagen, ne? Ja, wir sind bis nach Hause geschwommen. Lol. Faszinierend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so verzweigt ist alles und noch mehr Nachrichten bekommen. Aber zu Hause werden wir erstmal lesen. Hausaufgaben machen. Nicht gedacht, dass das so verzweigt ist, Leute. Das heißt, ich kann mit Herbert hier einfach runtergehen, ne? Nicht schlecht. Ich schwimme jetzt schon wieder nach Norden. Ich bin nach Norden geschwommen, um auf der anderen... Noch verdammt weit geschwommen. Seltsam. Ja, es ist verdammt seltsam, dass wir so eine lange Strecke hatten.
Aber gut. Mich soll es ja nicht stören. Weißt du, wir sind da hingeschwommen. In die Richtung sind wir geschwommen. Sind irgendwann angekommen mit 1000 Meter und sind dann da rausgekommen. Das ist ganz seltsam. Sei denn, dass die Erde hier sehr klein ist. Das heißt, je weiter runter ich gehe, umso weniger Distanz muss ich ja machen. Weiß ich Bescheid. Okay. Gucken wir uns mal an, was wir alles bekommen haben. Na gut, das haben wir jetzt durch. Irgendwas Neues noch dazu? Muss doch irgendwas sein. Irgendwas, was ich übersehen habe. Jetzt sagt mir Jan, dass da irgendwas ist. Aber ich sehe hier original nichts. Ja gut, hier haben wir einen Teil bekommen. Aber vorher schon. Keine Ahnung, was hier neu sein soll. Ach, die Flossen wahrscheinlich. Ne, original Tafel. Die können wir herstellen? Mit Nickelerz? Okay. Die Schäden an den Pflanzen auf dem Meeresboden sind ein Hinweis darauf, dass dies der Wanderweg einer großen, sich auf dem Boden fortbewegenden Lebensform sein könnte. Okay. Das war auch seltsam. So, verschiedene Leviathan-Fossile. Diese Fossilien stammen wahrscheinlich von den urzeitlichen Vorfahren der Leviathane, die heute auf dem Planeten leben. Die relative Größe und Beschaffenheit der Knochen liegt nahe, dass sie einen Teil der Gehörgangs oder eine andere komplexe innere Struktur bilden. Klauertang, Überlebende der Degasi. Bitte hört auf zu kämpfen und hört mir zu, wir sind krank. Was? Wie? Ihr habt gehustet, richtig? Juckt was? Bläschen? Ja. Wenn wir krank wären, hätte uns die Biometrie gewarnt. Es ist etwas Neues. Es ist nicht in der Datenbank. Sag schon, was wird es mit uns machen? Uns von innen nach außen krempeln? Uns zu Schleim auflösen? Es ist ein fremdes Bakterium. Es ist überall. In jedem Organismus auf diesem Planeten. Es verändert unseren Gencode. Und wie überleben die Tiere, wenn sie infiziert sind? Das weiß ich noch nicht. Soll ich ein paar für dich aufschneiden, um rauszukriegen, wie es funktioniert? Nein. Sag mir einfach, was du brauchst, Sohn. Material? Ausrüstung? Kann ich. Einfach etwas Ruhe haben. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Margaret Mader hat die Basis betreten. Was macht sie so glücklich, Mader? Was wohl? Ich habe ihnen was mitgebracht. Ist das ein Leviathan da draußen? Mit dem Tauchboot nach Hause geschleppt. Sie haben das Ding getötet? Es atmet noch. Ich war gerade dabei, den Job zu beenden, aber ich kann auch hier bleiben und weiter plaudern, wenn Sie es wollen. Nein? Dann machen Sie sich nützlich und geben Sie mir das gehärtete Messer da. Sind Sie von Sinnen? Sie haben es hierher gebracht. Was, wenn es nicht so bewusstlos ist, wie es aussieht? Was, wenn andere kommen? Ist ihnen lieber, wenn es neugierig wird und von alleine kommt? Oder wenn es fertig gemacht hat? Oder wenn es fertig gemacht und hierher gezerrt wird? Wenn wir von diesem Planeten wegkommen, zehre ich sie durch jedes Gericht in der verdammten Föderation. Oh, das Ende. Ich habe es satt, dass sie unser Leben riskieren. Ach, halten Sie's Maul, Boss. Der Junge kann ohne Proben für seine Forschung diese Seuche nicht erledigen. Ich bringe die nur hierhin. Bart sagt es ihr. Bart, sag es ihr. Sag ihr, dass ich recht habe. Ihr liegt beide falsch. Margaret, ich kann nicht herausfinden, wie sie die Bakterien widerstehen, wenn sie sie alle abschlachten. Ist ja nicht so, dass sie uns den Gefallen tun und lebend hier reinkommen. Er meint, sie waren rücksichtslos. Vater, das Ergebnis wird nicht besser, wenn wir uns hier eingraben und nicht rausgehen. Wir müssen einen Mittelweg finden. Es gibt keinen Kompromiss. Nicht solange sie in meiner Basis ist. Ihre Basis? Ich gehe raus. Bart Torger hat die Basis verlassen. Bart, es ist gefährlich. Verdammt, Junge. Ich weiß, dass du mich hören kannst.
Leviathan-Geräusche. Boss, Boss, weg mit der mit dem Kommunikator und setzen Sie Ihren Helm auf. Was? Die sterben. Nee, die streben. Geräusch eines Hüllenbruchs und von einströmendem Wasser. Ach, haben Sie hier die Oberkackbratze hergebracht? Das Ende. Es kam aus dem Nichts. Ein fremdartiger Krake, größer als ein Zyklop, hat ein Loch in die verstärkte Hülle gerissen. Ich konnte gerade noch rechtzeitig mein Tauchgerät anlegen. Ich habe es ihr gesagt. Ich sagte es, werden andere kommen. Eine fremdartige Krake? Der Wassereinbruch schleudert mich aus der Basis. Das Monster machte Kehrt und stürzte sich auf mich. Gerade als seine Fangarme in Reichweite kamen, tauchte Maida aus dem Nichts auf. Sie hatte einen Seegleiter in der einen Hand und ein gezacktes Stück Metallschrott in der anderen. Sie schien das Biest schlachten zu wollen oder beim Versuch zu sterben. Als letztes sah ich, dass sie das Metall in seinen Nacken gerammt hatte, als das Monster versuchte, sie abzuschütteln und sich windend in der Dunkelheit verschwand. Ich bin sicher, ihr Wunsch hat sich erfüllt, so oder so. Dann war es mir, als sehe ich ein Licht tief unter mir. Ich hoffte, Bart hätte sich vielleicht in Sicherheit gebracht. Ich folgte dem Licht. Jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt etwas gesehen habe. Mein Sauerstoff geht zur Neige. Die Basis ist zerstört. Ich kann den Himmel nicht sehen. Irgendwas hat bestimmt mein Blut gewittert. Okay. Ja, jetzt hängen wir so ein bisschen fest, ne? Also... Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Haben wir noch essbares Zeug hier? Ja, das hier, ne? Vital signs stabilizing. Ich habe aber keinen Riegel mehr, ne? Schade. Schade, schade, schade. Hallo? Mit dem Salz kann man bestimmt pökeln, oder? Und das Essen länger hält. Ja klar, logisch. Haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ionwürfel. Haben wir. Aber was machen wir mit dem orangenen Ding? Weiß es nicht. Gepökelte Nahrung, ja klar. Da müssen wir das Salz ja doch noch behalten. Dann behalten wir halt das Salz. Ich weiß nur nicht, was ich mit diesen komischen Rohstoffen machen soll, die ich finde. Hier, dem Scheiß. Noch mehr Rubine, noch mehr von diesem grünen Zeug. Was auch immer das ist. So, und jetzt brauchen wir eine Menge Titan, damit wir die Kreatureneier fertig machen können, ne? Komm mal hier. So, jetzt wird fleißig gebaut. Ich weiß nicht, was das hier soll. Komische Probe. Packen wir auch mal dahin. Vielleicht werden wir das später brauchen. Ich weiß es nicht. So. Wir müssen nämlich hier noch ein bisschen was hinzufügen. Wir müssen das leider ein bisschen größer machen. Eigentlich können wir einfach hier was einfügen, ne? Hier so ein Bäumchen, zack. Und weil es halt passt, machen wir hier auch nochmal ein Räumchen hin. Okay, geht nicht. Warte, obwohl. So. Und dann machen wir hier halt den Scannerraum. So. Passt. So, den anderen Raum und die anderen Räume können wir erstmal so lassen. Die müssen jetzt noch nicht ausgebaut werden. Ich würde mich auch gerne vorher um die Hüllenstärke kümmern, bevor wir da irgendwas machen. So. Und dann bauen wir einfach zwei von den Dingern hier auf.
Titan und Glas. Gut, organisieren wir mal Glas. Quarz haben wir wieder ohne Ende, das passt schon. Dann können wir ein bisschen Glas herstellen. Oh, ich muss sagen, wir kommen richtig gut voran, ey. Ich weiß nur nicht, was ich als nächstes machen soll. Aufzeichnung anhören. Wir müssen wieder irgendwas finden. So, habe ich noch? Okay, perfekt. Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna up close. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. Und wie setze ich da jetzt was rein? Was haben wir hier noch so Schönes? Forschungsausrüstung. Ein großer Labortisch, dazugehöriges Scanner enthalten Technik, bla 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 bla, fremde Pflanzenforschung, Daten aus der Konsole, Daten über die Fortpflanzung in der Tierwelt. Umfangreiche fremde Forschungsdaten über die örtliche Tierwelt mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihre Fortpflanzungsmethoden. Kernaussagen wurden zusammengefasst. Die Fremden fanden heraus, dass die Tiere auf diesem Planeten nur ein Geschlecht haben. Sie beobachteten örtliche Organismen bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung. Alle Untersuchungsindividuen waren zur Eiablage fähig. Normalerweise benötigen die Eier genetisches Material eines zweiten Individuums ihrer Tierart. In seltenen Fällen wurde nur ein Elternteil benötigt. Die evolutionäre Mutation wurde dann durch die Auswirkungen der Umwelt selbst ausgelöst. Die Forschung scheint sich auf die Brutbedingungen und genetischen Unterschiede zwischen Eltern und Nachkommen zu konzentrieren. Oh, ein bisschen schräg, ne? Ja, wie tue ich da jetzt Viecher rein? Muss ich dafür raus? Also seltsam. Von außen reinwerfen? Ich weiß es nicht. Muss ich dann eine Luke reinbauen? Kann ich dann Rohr anpacken? Auch nicht. Ja, wie packe ich da jetzt irgendwas rein, Leute? Also, ich würde gerne diese komischen Viechers machen, aber irgendwie geht das nicht. Oder ich brauche ein Kreaturenei. Ich weiß nicht, wie ich da was reinsetzen soll. Wie heißt das nochmal? Lebensform Zuchtbehälter. Lebensform Zuchtbehälter. Der Lebensformzuchtbehälter ist ein großes, kreisrundes Aquarium, welches vom Spieler mit Flora und Fauna befüllt werden kann. Um in diesen Behälter hineingelangen zu können, muss der Spieler in einer beliebigen Seite mit einem Konstruktionswerkzeug eine Lücke einbauen. Was?
Um diesen Behälter hineingelangen zu können, muss ein Spieler in einer beliebigen Seite mit dem Konstruktionswerkzeug eine Luke einbauen. Ich habe zuerst Lücke gelesen, ne? Ey, jetzt! Machen wir hinten ran. Quarz und Titan. So. Titan habe ich am Start. Quarz. Wieso geht die Höhlenstärke runter? Als ob. Na gut, dann. Sie pulsieren. Sie leben. Und sie schauen sich um. Wie süß. Ich brauche erstmal nur einen. Sicherheitshalber. Ja, finde ich ja lustig. Okay, Zeit, die anderen Eier reinzupacken. Ich habe schon gedacht, ich brauche jetzt mehrere Aquarien, ey. Das wäre es ja noch gewesen. Du kommst erstmal hier rein. Ich weiß nicht, was daraus würde, ey. Kreaturenei. Okay, packen wir erstmal die rein. Ich bin gespannt, was da rauskommt, alles. Weil ich weiß nicht, ob ich später hier noch rein kann. Deswegen tue ich jetzt alles rein. Vor allem sind das echt große Tiere, die ich hier rein tue. Das könnte böse enden. Oje, oje, oje. Okay, letzten beiden Eier. Ich will hier nicht rein. Ja, wir werden genug Essen haben, wenn wir hier mit durch sind. Aber ich denke, das werden einfach nur kleinere Versionen von diesen Fischen sein, die nicht größer werden. Guck mal, da kann man reingucken. Es wird eine Qualle. So mal der Rest wird. Guck mal, wie er guckt. Das ist voll süß. Okay, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was daraus wird. Ja, wenn wir das nächste Mal wiederkommen, sind sie vielleicht schon soweit. Wer weiß. Aufregende Zeiten, Freunde. Aufregende Zeiten. So. Aber weil es so aufregende Zeiten sind, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hören wir uns auf jeden Fall da ein bisschen um. Und ansonsten... Das hält echt lange, ne? Titan, Kupfer, Erz, Gold, Tischkorallenprobe. Das ist ja easy. Werden wir den hier auf jeden Fall ausbauen. Wir brauchen den Scannerraum. Ich will nur ein paar Sachen scannen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.